Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute soll es einmal um ein wesentlich ernsteres Thema gehen, und zwar das Thema Tierquälerei auf Social-Media-Kanälen. Obwohl bereits seit Jahren davor gewarnt wird und es auch teilweise eigentlich schon verboten ist, gibt es immer noch zahlreiche Kanäle, die mit dem Leid von Tieren unheimlich viel Geld verdienen. Und genau darüber muss mal gesprochen werden und das muss einfach beendet werden. Und heute stelle ich euch mal einige solcher Beispiele vor, beziehungsweise Berichte über Kanäle, die bereits über das Thema berichtet haben. Viel Spaß beim heutigen Film. So, fangen wir mal mit dem ersten Video an. Ich wurde wieder auf das Thema aufmerksam, weil der liebe Slivki hier ein Video veröffentlicht hat. Und ich werde das jetzt nicht komplett zeigen. Wer es sehen möchte, schaut es euch bitte bei seinem Kanal an. Aber im Endeffekt geht es halt darum, dass es ganz rührend anfängt, denn man sieht am Anfang, wie halt ein Tier gerettet wird. Und Slivki ist der ganzen Sache dann mal etwas nachgegangen und hat dann aufgedeckt, dass dieser Kanal im Endeffekt immer und immer wieder mit den gleichen Tieren hantiert und die immer wieder in bedrohliche Situationen bringt, nur um als der tolle Retter dann am Ende dazustehen. Und ja, das hat mir halt so ein bisschen die Augen geöffnet. Wie gesagt, das Video kam am 11.02., also vor 2 Tagen, heraus. Schaut es euch unbedingt mal an. Und das Coole dabei war, dass Slivki dann hingegangen ist und hat hier einige Kanäle dieser Tierquäler verlinkt. Und so konnte man dann halt hingehen und diese Kanäle dann direkt melden. Hier bei dem Kanal war es halt so, dass man da jetzt nichts von Tiervideos gefunden hat, beziehungsweise ich habe da nichts gefunden. Aber zum Beispiel bei dem zweiten Kanal, bei dem dritten Kanal, die er da gezeigt hat, da seht ihr schon, die sind mittlerweile tatsächlich gelöscht worden, beziehungsweise wurden die Konten gekündigt. Oder aber, ich glaube, bei dem Kanal war das hier, der existiert noch. Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, hier wurden halt einige Kanäle veröffentlicht. Und das grundsätzliche Problem ist aber jetzt nicht nur YouTube, denn man, egal ob man auf TikTok unterwegs ist oder Facebook oder Instagram oder egal wo, auf allen Plattformen sieht man diese rührenden Videos, wo halt ein Tier in eine sehr ungünstige Situation gekommen ist und musste dann gerettet werden. Und generell sind solche Videos ja auch wirklich schön, wenn sie denn echt sind. Und genau das ist das Problem. Es sind einfach viel zu viele Filme nicht echt, weil eben solche Idioten hingehen und die Tiere in lebensbedrohliche Situationen bringen, zum Beispiel in Eiswasser reinschmeißen oder in Mülltüten reinpacken und dann noch mit Klebeband drumrum, oder sie lassen sie einfach verhungern über Tage, damit sie möglichst verwahrlost aussehen. Und ja, das kann es einfach nicht sein. Das Problem ist aber einfach, man kann auf den normalen Kanälen nicht unterscheiden, ist es jetzt ein echtes Video oder ist es ein unechtes Video. Und das Problem ist einfach, die meisten denken gar nicht darüber nach und geben dem Video ein Like, ein Herzchen, ein Kommentar oder was weiß ich. Oder spenden in manchen Fällen sogar, weil dann da ein PayPal-Konto angegeben worden ist und da wird einfach Geld hin überwiesen. Ja, und genau diese Leute, die treiben diese Tierquälerei mit an. Und darüber muss einfach aufgeklärt werden. Es muss der ganzen Sache endlich ein Ende gesetzt werden. Ja, und das Thema ist überhaupt nicht neu. Selbst National Geographic hat bereits darüber aufgeklärt. Der Titel sagt schon, Tierquälerei auf YouTube, wie Tiere für Fake-Videos missbraucht werden. Und es gibt auch zahlreiche andere, die da bereits drüber gesprochen haben. Zum Beispiel hier Just Nero oder Deutschlandfunk. Und ja, x Kanäle haben bereits über das Thema berichtet. Ich meine, wenn man einfach nur mal bei YouTube Tierquäler eingibt, da findet man zigtausend Videos. Natürlich sind das in den meisten Fällen dann, ich sag mal, Einzelhandlungen, die gefilmt worden sind. Das ist natürlich auch schon Katastrophe. Aber viel schlimmer sind halt diese Serientäter. Und vorhin hatte ich ja schon mal einen Kanal ganz kurz gezeigt. Hier dieses Animals Cottage Rescue Center. Das klingt ja erstmal schön. 124.000 Abonnenten. Dann schaut man in die Videos rein. Ja, und oh Wunder. Quasi im 2-Wochen-Takt findet der irgendwo eine Katze. Und übrigens sieht man hier ausschließlich Katzen. Es gibt noch einen Kanal, der ausschließlich um Hunde handelt, und alleine da muss es doch schon Klick machen. Ich meine, wenn ich jetzt jemand bin, der gerne Tiere rettet und der das auch ernsthaft betreibt, dann rette ich vielleicht mal einen Esel, mal ein Schwein, mal eine Katze, mal einen Hund und immer so weiter. Aber wenn doch Kanäle schon so darauf getrimmt sind, oh, hier gibt es nur
Kätzchen-Videos, weil das kommt bei uns gut an und das kriegt auch immer wieder Likes. Schaut euch das an, 2,2 Millionen Aufrufe bekommt da ein Video. Oder, ja gut, 15.000, 113.000. Ja, es ist unverständlich. Klicken wir mal das mit 2,2 Millionen an. Mal gucken, wie viele Kommentare da sind. 3.700 Kommentare, 55.000 Likes. Und genau das ist das Problem. Und man sieht es hier, das habe ich euch mal eingeblendet. Es gibt 124.000 Leute, die unterschrieben haben. Es gibt 60 Videos. Das heißt, 60 Videos nur mit Katzen. Auf Facebook hat der Kanal schon 418 Likes gesammelt. Ja, und ich meine, schaut euch das arme Viech da an. Da fehlen einem die Worte. Die Tiere werden nicht nur misshandelt, die werden wirklich verletzt. Also die werden bewusst erblindet oder werden unter Wasser gehalten, bis dass sie im Koma liegen. Sie werden betäubt, sie werden ausgehungert und keine Ahnung, was man den Tieren für Quälereien antut, nur um dann am Ende als der Held dazustehen. Wie gesagt, schaut euch mal die Videos von Just Nero an oder auch jetzt das letzte Video von Slipki. Das zeigt das Ganze sehr eindrucksvoll, was da im Hintergrund passiert. Und ja, der Wahnsinn ist, ich habe mal recherchiert, weil ich hatte das so im Hinterkopf, dass YouTube ja eigentlich das schon längst verboten haben wollte. Und das Video hier ist jetzt vor 4 Monaten online gekommen. Wir haben gerade gesehen, das letzte Video, was von dem Kanal kam, war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen wurde erst das letzte Video auf diesem Kanal verboten. Und ich habe das mal rausgesucht, seit dem 30. Juni, also hier auf deutschland.nova kann man das nachlesen und generell kann man das auf mehreren Seiten nachlesen, schaut einfach mal durchs Internet. Seit dem 30. Juni 2021 ist es bereits verboten. Zu den verbotenen Inhalten zählen nun explizit Inhalte, die eine inszenierte Tierrettung zeigen, bei der das Tierwohl gefährdet wird und in denen Tieren von Menschen zum Kampf ermutigt oder gezwungen werden. Gut, das sind jetzt keine Kämpfe, die da ausgefochten werden. Wobei, auch da gibt es zahlreiche Videos, wo zum Beispiel eine Schlange gegen einen Marder kämpft und sowas alles. Und natürlich war gerade zufällig jemand dabei, der das gesehen hat. Ganz ehrlich, Leute, denkt doch mal ein bisschen nach. Natürlich wird es da auch ganz wenige Videos geben, die tatsächlich echt sind, die so real entstanden sind. Aber wer sich so ein bisschen mit der Tierfilmerei beschäftigt, der weiß, man muss sich teilweise wochenlang auf die Lauer legen, um dann da so eine Sequenz zu sehen, wo ein Tier ein anderes Tier angreift. Und wenn ich doch einen Kanal habe, der da quasi im 2-3-4-Wochen-Rhythmus zeigt, wie irgendwelche Tiere sich gegenseitig angreifen und verschlingen oder bekämpfen, ja, dann muss es doch Klick machen hier oben. Und bitte, Leute, geht hin und folgt diesen Kanälen nicht. Liked denen ihre Videos nicht. Wenn ihr seht, dass es sich um Tierquälerei handelt, dann geht hin und meldet das Video. Man kann einfach hingehen, wenn das jetzt hier ein Video wäre, was man melden möchte, geht man hier auf diese 3 Punkte hier unten, dann auf Melden, dann sagt man hier gewaltverherrlichende oder abstoßende Inhalte. Das passt, glaube ich, meiner Meinung nach so am besten dazu, weil mit Tieren explizit gibt es jetzt nichts. Aber gewaltverherrlichende oder abstoßende Inhalte, dann kann man hier auswählen Missbrauch von Tieren. Zack, eventuell kann man sogar noch etwas Persönliches dazu schreiben und meldet das einfach. Meldet das. Nur so werden die Kanäle, ich sag mal, entdeckt von YouTube, weil irgendwie ist da die Aufmerksamkeit von, also nicht nur von YouTube, auch von anderen wie Facebook, Instagram, TikTok, die tun sich da alle nichts. Überall sieht man diese Tierquäler-Videos und das Einzige, wie man das verhindern kann, ist, indem man einfach nicht mehr hingeht und diese Videos liked. Klingt blöde, aber genau das ist es, womit die ihr Geld verdienen. Die haben halt viele Likes, die haben halt viele Abonnenten, die erhalten viele Kommentare. Dadurch können die Placements machen, die Werbung wird besser, die bekommen halt mehr Geld für ihre Videos. Und das, ich meine, man muss mal schauen, ich weiß jetzt nicht, wo das Video aufgenommen worden ist, vielleicht Indien, vielleicht Thailand, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt hier, ich sag mal, 4-5 Euro bekommen pro 1000 Aufrufe, dann ist das für uns okay. Aber für die in den ärmeren Ländern ist das unheimlich viel Geld. Und wenn die da ein Video machen, was 100.000 Mal gesehen wird und die haben davon alle 2 Wochen einen Film, dann machen die 24 Filme pro Monat mal 100.000 Aufrufe. Ja, ihr könnt euch selber ausrechnen, was die verdienen. Und für die ist das richtig viel Geld. Aber mit dem Leid der Tiere. Und genau das muss einfach unterbunden werden. Deshalb redet auch mit euren Freunden,
oder erstellt selber Beiträge dazu und deutet einfach auf diese Problematik hin. Ich verstehe nicht, warum das nicht viel öffentlicher gemacht wird, warum man nicht extremer gegen solche Sachen vorgeht. Liked solche Videos nicht. Ich weiß, es gibt natürlich viele, viele, viele echte Helden da draußen, die ein Tier aus einer lebensbedrohlichen Situation retten, wo es auch wirklich so geschehen ist. Und für die tut es mir ganz ehrlich leid, aber ganz ehrlich, die Leute haben es ja nicht gemacht, damit die da auf YouTube irgendwie einen blöden Film veröffentlichen und dadurch anerkannt werden. Die machen das einfach, weil die ein gutes Herz haben und weil die den Tieren retten wollen. Denen sind diese Likes scheißegal. Es gibt andere Videos, die ihr liken könnt oder die ihr kommentieren könnt, wo es um viel bessere Situationen geht. Aber bei den Kanälen hier macht es einfach keinen Sinn und ihr fördert damit die Tierquälerei. Denkt einfach mal darüber nach, klärt eure Freunde und Verwandten darüber auf und ich hoffe, dass auch mein Video jetzt einen kleinen Teil dazu beigetragen hat, vielleicht dem einen oder anderen wieder die Augen zu öffnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.